denk ik. A much missed personality in the pits, always, and in the paddock act either. Just to get an indication of the sort of times. Aber Sektorbestzeit im Dreier, Eins und im Dreier Sektor gesetzt. Der Mittelsektor war irgendein Problem. Suddenly you get a bit of a gust. It's a crosswind start finish. It's a front wind here in the second straight. Should be a crosswind on the third straight. So very, very funny. To the right-hander. Jetzt achten Sie vor dem Anschlag dann, wie er sofort die Hände vom Lenkrad wegnimmt. In dem Moment, wo er über das Kiesbett drüber pfeift, nimmt er die Hände weg, um sich nicht zu verletzen. Jetzt noch korrigieren und jetzt Hände weg und jetzt ist der Anschlag. Taking the hands off the steering wheel about 2 seconds before the crash. Yeah, because otherwise you risk breaking your wrist with the impact. Lap here as well. They're already on lap 3. Armstrong out of the lead. Markus Armstrong hatte schon 1,5 Sekunden Vorsprung und jetzt ist die liebe Konkurrenz plötzlich wieder am Heckflügel. Das wird noch sehr interessant. Like the Clerk is fastest in the first sector. Valtteri Bottas is quicker. Schneller als Bottas, 7 Zehntel schneller als Hamilton, 4. Gasly, Raikkonen, Giovinazzi und jetzt kommt Max Verstappen auf Platz 3 vor Hamilton, hintermontet wird, jetzt sind sie dann alle über den Startstrich drüber und damit läuft Hamilton Kurve 1 Ausgang beinahe draußen mit dem linken Rad im Kiesbett sehr, sehr weit ans Limit gegangen, aber alles im grünen Bereich. Hubert presst sich auf der letzten Rille vorbei mit stillstehenden Rädern. Der Japaner heute extrem angriffig und ist jetzt schon auf Platz 2 angekommen. Nobuharu Matsushita von Carlin Racing. Ganz, ganz stark. Jetzt noch die DC6 kommen, die Corsia und die B25. Die 28 Treuern werden wir übrigens auch heute noch sehen mit dem unglaublichen. Interessanter Piloten Eskil Amdal aus Norwegen, aber über den sprechen wir dann, wenn er hereinfliegen wird. Grüß wie einige Takte Musik und eben den Sound dieser Flugzeuge. Thomas Blodal, wenn du schon...
als die Höchstgeschwindigkeit. Und wenn wir uns ja hier bei einer Motorsportveranstaltung befinden, 100 Liter pro Stunde, dann ist es auch ein Ergebnis. How fast is this airplane? Das war sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zur letzten großen Story des heutigen Abends. Und das ist das Training unserer Legenden, das Legendenrennen GT Pro, David Coulthard. Aus Hollywood zu uns gekommen. Und im Bugatti sitzt Hans-Joachim. Kostenpunkt im Bereich von 1,2 bis. Der gelbe Lamborghini, vorgefahren von Emanuele Pirro. Aston Martin müsste in der Automarkt sitzen. Genau bevor ihn ist Patrick Dempsey. In Glittenhaus. Jordan King didn't get away too well, but he's held on to his lead. Anfahrtkurve 3, setzt die Kamera und Gang Yuzhu. Der Chinese geht weit, kommt über das Gras wieder auf die Strecke zurück, da staubt zum. But pulling up alongside of his Julian Landlauer, quite a few drivers go wide there. There is some more. Later. Half an hour. We will be back in 20 minutes, okay? We need your help in 20 minutes, guys. Also ganz eine normale Vorbereitung für the inside, the outside, whatever it is, it's always going to be something different. So it's just the excitement is kind of the spur of the moment thing, you know. Have a great race. Lewis Hamilton vor der Red Bull Tribüne, da geht's natürlich richtig ab. Und das ist racing. Man weiß nie, was kommt. Das die Antwort in Richtung Rosanna von Lewis Hamilton. Es gibt keinen Plan. Aber es gibt ein Interview. Making a bit of racing and we'll just see where we end up. Thanks very much. We've got the rest of the F2 boy band. Jetzt gibt es möglicherweise ein Statement von Max Verstappen. Auf alle Fälle, glaube ich, möchte der eine oder andere Pilot darunter gehen. Ja, Max wird, glaube ich, zum Publikum begleitet. Und dann sollten wir ein Statement bekommen vom Helden aus Holland, der jetzt, glaube ich, bejubelt wird. The Hero from the Netherlands, Max Verstappen. Verstappen. Max, great qualifying, yes sir, and a big audience here. Yeah, it's amazing to see. You know, it's a good motivation for today, and hopefully we can have a really cool race. What kind of race will it be? What are you hoping for? Leclerc,
next to you and the Mercedes is behind you. What's your plan? Well, hopefully something like last year. That would be a good result. It made us very happy. So ik hoop dat ik jullie een mooie wedstrijd kan geven. Fantastisch. Ist klar, nicht nur die Holländer machen hier gute Stimmung, sondern wir schalten wieder mal ganz kurz live hörbar zur Steiermark-Tribüne. Auch die können Stimmung machen, genauso wie bei der Grünfläche, bei der Schönberg-Tribüne und auf der Grünfläche. Wir begrüßen die Tribüne Ost, die Tribüne Mitte, Tribüne E10 und hier auch die Red Bull-Tribüne! And once again the grandstand! Das volle Programm der Jack Bulls werden wir bei der Erbauer sehen. Hier nur ein kurzer Ausschnitt, sozusagen etwas Muster machen. Drei Piloten gehen einen normalen Zivilberuf nach. Und natürlich hier das Gelände über dem Red Bull Ring mit den Hügeln ist auch etwas Außergewöhnliches und das bedarf natürlich höchste. Mit dem österreichischen Bundesheer. Ja, hier trifft Historie das modernste, das aktuell am europäischen Luftraum unterwegs ist. Und die T28 bereits über dem Gelände, unser sogenannter Joker. T28, der Joker, der wird pilotiert von einem noch relativ jungen, aber unglaublich erfahrenen Piloten aus Norwegen. Eskil Andal, ein Testpilot. Er hat über 100 Luftfahrzeuge in seinem Flugbuch stehen und ist die erste Saison bei den Flying Bulls unterwegs. Man erwähnt das immer wieder, man spricht auch diese Wörter immer wieder aus, aber das ist definitiv ganz großes Kino. Spektakulär. Sehen wir wieder unsere historische Formation der Flying Bulls und im Hintergrund zwei Eurofighter des österreichischen Bundesheers. Es wird viel gearbeitet noch, es werden viele, viele Flugzeuge kommen. Vielleicht kannst du uns später noch was erklären, wer denn schon alle fixiert ist für die Erbauer. Also neben dem Flying. Begin to knowing, but then I know it's growing strong.
danke an Niki Lauda. Wir alle sind heute hier, um das Leben zu feiern und die Formel 1 zu feiern. Und wir dürfen das jetzt gemeinsam tun mit niemand Geringerem als DJ Ötzi. Und wir werden jetzt gemeinsam hier auf der 1. Fünf Lichter, der Start zum Grand Prix von Österreich. Ihnen viel Vergnügen und ein schlechter Start von Max Verstappen ist beinahe stehen geblieben. Da ziehen drei Autos an ihm vorbei. Verstappen zurückgefallen auf Platz 5. Führung für Ferrari durch Leclerc. Verstappen von drei Autos überholt. Platz 2. Die etwas höhere Rundenzeit von Charles Leclerc. Around the Ferrari of Sebastian Vettel. Lewis beside him. Wieder außen die schlechte Position, weil Vettel natürlich innen dicht macht. Vettel, of course, making the Ferrari as wide as it can be. But Sebastian, certainly Max Verstappen has the pace. And we'll need the pace to get past the... Platz 3, das Podest des Grand Prix von Österreich. Max Verstappen möchte, so wie im vergangenen Jahr, natürlich wieder zu uns hier rauf, zu Siegen kommen. Wieder verteilen die Head. He can use the DRS.